Ich schließe mich dem Thema von Pedram an und habe auch einen Text zum 13.12. geschrieben, den ich gestern fertig bekommen habe. Der Friedenswinter 2014-2015 hat begonnen. Und am nächsten Samstag ist es soweit, dann werden wir gemeinsam aus der alten und der neuen Friedensbewegung mit massenhaft Schuhen im Gepäck und unter dem Motto Gauck, nicht mein Präsident, zum Schloss Bellevue laufen. Friedlich, aber bestimmt unseren Unmut und unsere Wut über die kriegstreibende Außenpolitik kundzutun und dem Bundespräsidenten die mitgebrachten Schuhe am Schloss Bellevue dalassen als unmissverständliches Zeichen, dass er zu gehen hat. Wir wollen den Kurs der Außenpolitik nicht mitgehen, der in diesem Jahr eingeschlagen wurde. Denn mit 2014 neigt sich ein denkwürdiges, trauriges, heftiges und ereignisreiches Jahr langsam dem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem Deutschland nicht nur Fußballweltmeister wurde und den 25. Jahrestag des Mauerfalls feierte, sondern auch an den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs und den 75. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs gedachte. Eigentlich Gründe, einerseits zu feiern und andererseits, um demütig in sich zu gehen und bemüht zu sein, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und das gewissenhafte Vorhaben, dass Deutschland doch nie wieder Krieg führen wollte, noch einmal zu unterstreichen und zu betonen. Ja, okay, gefeiert wurde reichlich. Und auch an Gedenkveranstaltungen gab es zu Genüge in diesem Jahr. Und man hat auch das Gefühl und sieht es an Umfragen, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Putin nicht als Feind ansieht und im Gegensatz zu medial veröffentlichten Meinungen keinen Konflikt mit einer Atommacht möchte. Doch von Demut, Gewissenhaftigkeit und Einsicht von den Volksvertretern der NATO-Staaten hat man absolut nichts gesehen, rein gar nichts. Im Gegenteil, ich sehe fast überall nur noch sich mächtig fühlende Männer und Frauen, die in den letzten Monaten gehetzt haben, als gäbe es kein Morgen mehr und die sich den Titel Kriegstreiber allemal verdienen. Sei es der Friedensnobelpreisträger Barack Obama mit seiner todbringenden und völkerrechtswidrigen Drohnenpolitik und seinem Krieg gegen den Terror 2.0, in dem er die Labels Al-Qaida und ISIS einfach nur ausgetauscht hat. Sei es ein Rasmussen, der als Generalsekretär der NATO mit seinem aggressiven Auftreten keine Gelegenheit ausließ, die Rhetorik des Kalten Krieges aufzuwärmen und Kriegslüstern in so gut wie jeder Rede vor Russland warnte und ständig eine bevorstehende Invasion voraussagte und einer der Ersten war, der Putin sofort für den Abschuss der MH17 schuldig sprach. Wobei sich dies im Nachhinein augenscheinlich als Felsfleck herauskristallisierte. Sei es eine Hillary Clinton, die den beliebten Klassiker brachte und Putin mit Hitler verglich. Sei es ein Schreihals namens Steinmeier, der in seiner als Wutrede bekannt gewordenen Hetzrede Antikriegsdemonstranten als wahre Kriegstreiber beschimpfte und ihnen das Recht absprach, einen anderen Kurs einschlagen zu wollen als die deutsche Außenpolitik, die in diesem Jahr lieber in Kiew Faschisten freundschaftlich die Hände geschüttelt hat und den Bürgerkrieg in der Ukraine massiv angetrieben hat, statt sich um Frieden zu bemühen. Sei es eine Van der Leyen, die sich als Militär-Pin-Up-Girl in Szene setzt, die Werbetrommel dafür rührte, dass bald auch Minderjährige zur Bundeswehr eingezogen werden können und die uns weismachen will, dass die Ausrüstung der Bundeswehr marode ist, um damit zukünftig höhere Ausgaben der Bundeswehr und Kriegsführung rechtfertigen zu können. Sei es unser Bundespräsident, der in diesem Jahr kein Hehl daraus machte, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte und antirussische Hetze vom Feinsten vom Stapel ließ und selbst eine an sich gemäßigte, diplomatisch klingende Bundeskanzlerin hat vor kurzem Putin als Gegner bezeichnet und war zuvor auch sofort dabei, als es darum ging, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und es fahrlässig in Kauf nahm, dass diese nicht nur den Konflikt weiter anheizen, sondern auch die Existenz sehr vieler deutschen Firmen gefährden. Gleichzeitig
unterstützte sie die Bodenoffensive in Gaza, zeigte vollstes Verständnis für das blutige Vorgehen der israelischen Regierung und wie von den meisten anderen westlichen Politikern hörte man kein einziges Wort des Verständnisses oder Bedauerns für die über 2000 toten Palästinenser. Aber bleiben wir mal bei unserem Gaukler, an dem diese Zeilen aus aktuellem Anlass heute hauptsächlich gerichtet sind. Auch wenn es bisher in meinen Texten meistens nicht mein Stil war, mich länger als ein paar Sätze über Einzelpersonen auszulassen. Ich habe in diesem Jahr eher versucht, die Politik, deren Marionetten und dessen verhängnisvolle Unterwürfigkeit mit dem militärischen industriellen Komplex differenziert zu kritisieren. Wenn man jedoch das Jahr Revue passieren lässt, fällt auf, dass hier in Deutschland außer Frank-Walter Steinmeier und Ursula von der Leyen besonders der Bundespräsident als Sprachrohr der NATO eine der aktivsten und treibendsten Kräfte war, unsere Außenpolitik in eine neue Richtung zu lenken. Was insofern heikel ist, weil besonders der Bundespräsident ja als Repräsentant der deutschen Bevölkerung gilt und das Bewusstsein dieser leicht beeinflussen kann, wobei er sich aus dem aktuellen politischen Geschehen normalerweise heraushalten sollte. Doch als die Ukraine-Krise sich gerade auf dem Höhepunkt befand, forderte er Deutschland und die anderen NATO-Staaten dazu auf, größere Bereitschaft zu Militäreinsätzen zu zeigen und zu ihren Bündnisverpflichtungen zu stehen. Des Weiteren verlangte er von jungen Soldaten, sich ihrer Verantwortung zu stellen und ihr Leben für unsere Sicherheit zu riskieren und schwadroniert in seinen Reden vom existenziellen Kampf für Menschenrechte. Und dass für das Überleben unschuldiger Menschen es eben manchmal erforderlich wäre, zu den Waffen zu greifen. Und auch wenn seine Reden gespickt sind mit geschickter Rhetorik, in der die Kriegspropaganda, die Hetze und Kriegslüsternheit eher in den Zwischenzeilen zu finden ist, spüren die meisten halbwegs intelligenten Menschen jedoch eindeutig, dass dahinter die perfide Strategie steckt, die deutsche Bevölkerung darauf vorzubereiten, sich wieder willig zu zeigen für die künftigen Kriege in der ganzen Welt und auch auf europäischem Boden mit unseren Nachbarn. Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und Ukraine, alles Kriege, in denen Deutschland direkt oder indirekt beteiligt war und ist. Doch das scheint nicht genug zu sein. Wir brauchen wohl wieder richtige Gegner, wenn man leichtgläubig die meisten Medien in diesem Jahr konsumierte und dem Kriegspastor beim Predigen zuhörte. Und auch wenn seine Reden meist vorgefertigte Texte von transatlantischen Organisationen sind, die er nur noch vortragen muss, so wage ich ausnahmsweise spekulativ zu behaupten, dass sie nicht wirklich großartig von dem abweicht, wie er tatsächlich denkt und tickt. Und meiner Meinung nach hat er den Vogel abgeschossen, als er im Sommer diesen Jahres im Zuge der vielen Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren nicht müde wurde, die damaligen Opfer heroisch zu würdigen und uns alle zu mahnen, aus der Spirale der Eskalation vor dem Ausbruch des Krieges und der schrecklichen Folgen, die wiederum in den Zweiten Weltkrieg führten, Lehren zu ziehen. Er beklagte immer wieder die damalige Kriegspropaganda, die Feindbildschaffung und das Versagen der Diplomatie und appellierte an die Politik, dass sie die Verpflichtung hat, niemals den Willen zu verlieren, aus alten Feinden Partner und Freunde zu machen. Alles schöne und auch richtige Worte. Worte, die man glatt auf einer Mahnwachenbühne vortragen könnte. Doch wenn man sich die nahezu komplett abweichende Rhetorik seiner restlichen Reden in diesem Jahr zur aktuellen Außenpolitik anhört, wird einem klar, dass das auf den Gedenkveranstaltungen pure Heuchelei war und Friedensappelle aus ihm nur für vergangene Kriege zu entlocken sind, von denen in den gegenwärtigen Konflikten nichts, aber auch rein gar nichts angewendet wird. Im Gegenteil, Propaganda, Feindbildschaffung und Versagen der Diplomatie, alles, was man gerade im Umgang mit Russland feststellt. Und das ist für mich nichts weiter als eine ekelhafte, verlogene und hinterhältige Doppelmoral. Eine Beleidigung für alle friedensschaffenden Menschen und Aktivisten und die Verhöhnung der sowjetischen Opfer damals und allen Opfer aus diesem Jahr, die gerade dank der NATO und wie vor 100 Jahren durch deutsche Waffen sterben. Und während am diesjährigen 1. September, dem Weltfriedenstag und 75-jährigen Gedenktag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges, die Bundesregierung offen das Grundgesetz und das Völkerrecht brach, indem sie dem Votum für die Kriegswaffenlieferung
in den Irak zugestimmt haben, heuchelt und hetzt der Bundespräsident am selben Tag weiter und betrauert die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Jedoch nur und ausschließlich die auf der Seite der Alliierten. Von den Opfern der Sowjetunion, die mit 27 Millionen mit Abstand die meisten Toten zu beklagen hatten, kein einziges Wort. Sondern Warnungen und Drohungen an Russland. Schäm dich, Joachim. Du machst einen auf Moralapostel. Redest vom Frieden, wenn es um die Vergangenheit geht, aber treibst den Krieg in der Zukunft voran. Du boykottierst die Olympischen Winterspiele in Russland, aber fährst ein halbes Jahr später ohne Bedenken nach Brasilien zur WM. Allein an diesen Beispielen erkennt man deine Falschheit. Ich bin mir sicher, den meisten von euch geht es wie mir und lehnt eine zweite Amtszeit von ihm vehement ab und erkennen diesen Menschen nicht als ihren Bundespräsidenten an. Es ist einfach nur ekelhaft und pervers, was er und die anderen Kriegstreiber da im Bundestag und im Bundespräsidialamt veranstalten. Und ich glaube langsam, dass viele von ihnen ihr Toilettenpapier mit der Parole "Nie wieder Krieg" bedrucken lassen und sich damit ihren Hintern abwischen. Deshalb lasst uns nach einem kräftezehrenden, ereignisreichen und anstrengenden Jahr noch einmal alle Kräfte mobilisieren und zahlreich am Samstag um 13 Uhr am Hauptbahnhof zusammenkommen und gemeinsam zum Schloss Bellevue laufen, um Herrn Gauck zu signalisieren, dass er nicht in unseren Namen spricht, wir seinen Kriegskurs nicht folgen werden und ihn nicht mit einer zweiten Amtszeit belohnen wollen. Lasst uns ihm klar machen, dass wir nicht auf die Propaganda gegen Russland oder auf die Verteufelung Putins reingefallen sind und wir ein vereintes Europa mit Russland als Partner haben wollen und ohne ein Angriffsbündnis namens NATO. Lasst uns ein Zeichen setzen, dass wir die Schnauze gestrichen voll haben, dass wir aus den vergangenen Kriegen im Gegensatz zu ihm wirklich gelernt haben, den Frieden als allerhöchstes Gut ansehen und eine sofortige Beendigung aller Kriegshandlungen und Waffenlieferung fordern. Und ja, Deutschland hatte eine besondere Verantwortung, aber nicht um Panzer und Waffen, sondern um Hände und Köpfchen einzusetzen. Ich danke euch. Unglaublich, vielen lieben Dank. Das ist ja der Wahnsinn, was du so schreibst. Das ist ja der Hammer. Ganz, ganz toll. Ja, ich finde es grob fahrlässig, dass wir dauernd 25 Millionen Tote aus dem Zweiten Weltkrieg vergessen. Ohne Scheiß. Da wird nicht viel drüber gesprochen. Das sind russische Tote gewesen. Und das ist wirklich, wir haben echt eine Verantwortung und die wird mit Füßen getreten.